Hallo liebe Poolfreunde, ja, die Poolsaison neigt sich dem Ende zu und bald wird eine Poolplane über euer Pool gespannt. Und diese Luftkisten hier, die wirken zwar unscheinbar, aber verhindern Frostschäden an eurem Pool und verhindern ebenfalls, dass sich Wasser und Eisansammlungen in der Plane stauen. Mehr dazu in diesem Video. Wir gehen ja jetzt gerade davon aus, dass ihr dabei seid, euren Pool einzuwintern. Wenn ihr euch da nicht so ganz sicher seid, wie das genau funktioniert, wir haben auch schon mal ein Video dazu gedreht und das verlinken wir euch hier oben. Die Pool-Luftkisten haben eine ungefähre Höhe von 55 cm und wenn diese auf dem Wasser auffliegt, dann sollte das Ganze über den Beckenrand hinausragen, denn sonst würde auch hinterher die Poolplane einfach wieder durchhängen und so kann das Wasser dann auch nicht abfließen. Damit aus dem hier das hier wird, empfehlen wir euch das hier. Spaß beiseite, in dieses Luftkissen kommt wirklich verdammt viel Luft. Mit dem Mund aufzublasen raten wir euch definitiv nicht. Also im Shop hinterlegt auch in der Artikelbeschreibung den Link zu seiner Pumpe. Ansonsten könnt ihr natürlich auch eine handelsübliche Campingpumpe nehmen, um dieses Riesenluftkissen aufzupusten. Wie viele Luftkissen ihr im Endeffekt benötigt, ist natürlich von eurer Poolgröße abhängig. Damit die Poolplane hinterher nicht zu viele Mulden bildet, empfehlen wir euch auf jeden Fall, euren kompletten Pool mit Luftkissen abzudecken. Die Kantenlänge des Luftkissens ist 93 cm lang. Mithilfe dieser Ösen an den Ecken der Poolluftkissen können diese miteinander verbunden werden. Es kann aber auch zum Beispiel auch eine Schnur befestigt werden, um das Ganze zu spannen oder die Luftkissen besser platzieren zu können. Sind die Poolluftkissen in eurem Becken platziert und auch fixiert, kann auch schon die Poolplane drauf. Achtung, dadurch, dass ja die Poolplane durch die Luftkissen angehoben wird, steigt die auch an den Rändern, also unbedingt die Poolplane eine Nummer größer bestellen. Die Planen liegt nun auf und hängt auch so nicht mehr im Wasser drin. Das Wasser und das Eis und Schnee, was eben eigentlich oben drauf landen würde, kann einfach an den Seiten abrutschen. Solltet ihr die Luftkissen nicht haben, passiert es natürlich, dass das Wasser und das Eis und der Schnee sich im Becken sammeln. Das hat zur Folge, dass die Plane sehr großen Druck erhält und auch im schlimmsten Fall eure Stahlwand einknicken kann. Falls ihr euch jetzt denkt, diese Poolluftkissen, die braucht auch ihr, Link zum Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ebenfalls findet ihr dort einen Link zu einem Blogbeitrag, wie man genau einen Pool winterfest macht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Für mehr Inspiration rund um das Thema Pool besucht unseren Instagram-Kanal. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Mein Name ist Philipp vom Pool Power Shop. Bis zum nächsten Mal.